Was meint ihr, was kommt dabei raus, wenn man eine Orange auspresst? Naja, die meisten von euch werden sagen, Orangensaft. Vielleicht sind einige mutig und sagen es ein bisschen allgemeiner und sagen einfach nur Saft. Aber kein noch so kleines Kind im Kindergarten oder in der Vorschule wird sagen, wenn du eine Orange auspresst, dann kommt daraus Zitronensaft oder Apfelsaft. Nee, wenn du eine Orange auspresst, dann kann nur eins rauskommen. Orangensaft. Das ist die Belehrung des heutigen Sonntagsposting. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag. Ja, nee, das ist gar nicht so witzig. Und das ist auch gar nicht so albern. Nehmen wir mal einen Moslem. Den pressen wir jetzt auch aus. Nicht so brutal, nicht buchstäblich, sondern ich meine das im Sinne der deutschen Sprache. Wenn man jemanden ausquetscht, dann fragt man jemanden aus. Versteht ihr? Also ich quetsche einen Moslem aus und frage ihn. Was wird dabei rauskommen, wenn ich ihn ausquetsche? Nun, ich denke, Allah, Mohammed, der Koran vielleicht. Wenn Moslems zuhören, was ja häufiger passiert hier, dann korrigiert mich gerne, wenn da noch was ist. Aber das sind, glaube ich, so drei Schlagworte, die da auf jeden Fall mal rauskommen würden, oder? Im ernsteren Fall vielleicht noch Heiliger Krieg. Aber es ist völlig egal, wen du ausquetscht. Es wird dabei das rauskommen, was drin ist. Leuchtet das ein? Aus einer Orange kommt Orangensaft. Jetzt nehmen wir mal einen Christen und quetschen ihn aus. Aber so richtig. Wisst ihr, was dabei rauskommt? Dabei kommt raus, Matze, ich habe deine Predigt gehört und ich fand die ganz toll. Ich wollte sie gerade meiner Schwester weiterleiten. Die ist Veganerin. Aber dann hast du was gegen den Veganismus gesagt. Und da habe ich gemerkt, das kann ich nicht weiterleiten. Okay. Oder was auch dabei rauskommt, wenn man einen Christen ausquetscht, das ist so sowas wie, auch ein Kommentar in der letzten Woche, sowas wie, Matze, Gott ist also alles. Gott ist farbig, Gott ist weiß, Gott ist schwarz, Gott ist braun, Gott ist Mann, Gott ist Frau. Warum soll Gott da nicht auch queer sein? Auch sehr beliebt, Matze, Gott ist Liebe. Und da wird es dann kritisch, weil das eine wahre Aussage der Bibel ist. Aber ich habe das schon am letzten Sonntag erklärt. Wenn ich Kinder liebe, muss ich Abtreibung hassen. Es gibt viele Dinge, da kann ich mich nur für eins entscheiden. Und Gott ist heilig und sündlos. Und wenn dann behauptet wird, ja, Gott liebt uns alle so, wie wir sind. Da hört man die Engel quasi schon singen. Die übrigens nicht singen, steht nirgends in der Bibel, dass ein Engel auch jemals gesungen hätte. Die singen und sie sind zufrieden. Und da habe ich mich gefragt, wenn du einen Christen ausquetscht, warum kommt dann alles Mögliche dabei raus? Nur nicht Christus. Und da habe ich gemerkt, ich wusste natürlich vorher, ich will es nur euch deutlich machen, das sind überhaupt keine Christen. Menschen, die was anderes im Fokus haben als Christus, die sind überhaupt keine Christen. Das hat mit Christsein, hat das nichts zu tun. Und jetzt erkläre ich euch, warum ich zu Beginn die Sturmszenen, die wir in dieser Woche hatten, immer dazwischen geschnitten habe. Wenn ich jetzt lange Haare hätte, dann könnte ich noch ein bisschen deutlicher machen, wie sehr es weht. Aber das, was angekündigt war, das war ja für diese Woche wieder Weltuntergang bei uns. Ein riesiger Wirbel, Orkanböen. Das nennen wir Ostfriesen hier ein laues Lüftchen, auch wenn hin und wieder mal ein großer Stamm von einem Baum abknickt. Aber was hat der Sturm jetzt mit dem Thema zu tun? Ich habe schon häufiger mal den Sturm zum Thema meiner Sonntagspostings gemacht, weil das einfach toll aussieht, weil das faszinierend ist. Und habe dann deutlich gemacht, dass auch im Leben eines Christen Stürme herrschen, dass man mal gegen den Wind muss. Und all diese schönen Bilder, die die Bibel auch benutzt, kann man ja auch anwenden. Aber ich möchte heute was anderes nehmen. Es geht heute darum, dass du kein Christ bist, wenn du die Wahrheiten der Bibel leugnest oder dir nur einen Teil rausnimmst und dann behauptest, so ist es. So hat der Teufel das nämlich auch gemacht. Er sagte zu Jesus bei der Versuchung, stürz dich von hier oben herab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Hört sich toll an, nicht? Steht auch tatsächlich in dem Psalm geschrieben. Aber erstens hat er nur die halbe Wahrheit gesagt. Und zweitens sagt Jesus, und wiederum steht geschrieben, du musst nämlich immer
die Gesamtheit der Schrift sehen, nur dann kannst du sie auch wirklich verstehen. Und mit dem Sturm ist das genauso. Wenn ich immer nur behaupte, Gott ist Liebe, Liebe, Liebe und er liebt uns alle so, wie wir sind, dann klingt das ja so, die Huren, mit denen Jesus sich abgegeben hat, die hat er deswegen benutzt, um ein Bordell zu pushen. Ja, das wäre die Anwendung in der heutigen Christenheit. Nee, ganz sicher nicht. Das waren Huren, die waren umgekehrt. Und zwar nicht um 360 Grad, wie uns Frau Baerbock erklärt, sondern um 180 Grad. Sie waren umgekehrt von ihrem bösen Weg. Darum folgten sie Jesus nach. Und diese Umkehr wird verschwiegen. Liebe, Liebe, Liebe. Ja, und der Sturm? Naja, gucken wir mal in die Geschichte von Elia. Elia war ein Mann Gottes. Der hatte viel bewirkt. Der hatte Feuer vom Himmel kommen lassen. Er hatte die Baalspriester getötet, die Gott gelästert hatten. Ja, und dann? Da kommt eine Frau an, die Isabel, die übrigens in der Offenbarung, in dem Sendschreiben von Thyatira namentlich wieder auftaucht, ja, das heißt die Unbefleckte, und die Isabel hat einen Regentropfen auf der Nase. Moment, den beseitigen wir erstmal kurz mal. Und flüchtet vor ihr, weil er Angst hat und liegt unter einem Ginsterstrauch und bemitleidet sich selber. Das tun auch viele Christen heute übrigens leidenschaftlich gerne, sich selber bemitleiden. Und dann sagt Gott, ich möchte mit dir reden. Geh mal da und dahin. War eine weite Reise. 40 Tage Reisen musste er laufen. Und dann kommt er in eine Höhle und dann stellt Gott sich ihm vor. Und dann kommt ein Erdbeben und ein Feuer und ein Sturm. Und dann steht er interessanterweise jedes Mal dabei und Gott war nicht in dem Feuer. Und Gott war nicht in dem Erdbeben. Und Gott war nicht in dem Sturm. Aber es sind Dinge, die vor Gott hergehen. Das heißt, Gott muss seinen Weg erstmal sauber machen, bevor er zu uns reden kann. Das geht vor ihm her. Aber Gott selber ist weder Feuer, noch Sturm, noch Erdbeben. Der Sturm wird plötzlich weniger. Hört ihr das? Ganz ruhig, das ist jetzt nicht gefaked. Wo ist Gott? Gott ist in einem leisen Säuseln. Und plötzlich hört Elia den Ton eines leisen Säuselns. Er hatte keine Angst bei dem Erdbeben, auch einen Christen nicht zu haben. Er hatte keine Angst vor dem Feuer und er hatte auch keine Angst vor dem Sturm. Aber als er das Säuseln hört, da wird er ehrfürchtig. Da merkt er nämlich, da ist Gott. Also das, was ich hier predige, das ist gar nicht Gott. Ich predige nicht das Gericht Gottes, weil Gott so ein leidenschaftlich richtender Gott ist. Nein, er muss das tun, weil er heilig ist. Er muss den Weg vor sich aufräumen. Und diesen Gerichten kannst du entgehen, wenn du an ihn glaubst. Das ist das, was Christus möglich gemacht hat, indem er das Gesetz erfüllte und das Ende des Gesetzes wurde. Schön, oder? Wir brauchen das nur noch zu glauben und schon sind wir gerettet. Einfacher geht's ja gar nicht. Nicht? Wenn man mal bedenkt, was die Menschen anderer Religionen so alles tun müssen. Ich sage nochmal, das Christentum ist keine Religion. Nicht? Christus war kein Religionsstifter. Was die alles tun müssen, um Gott gerecht zu sein. Ach du Schreck, wo muss ich überall hinpilgern und mich notfalls auspeitschen? Weil man weiß, man ist schuldig, aber man weiß nicht, wie man es loswerden soll. Christus hat alles gezahlt. Hammer, oder? Das ist die Liebe Gottes. Der Sturm. Da ist nicht Gott drin. Er ist im Säuseln. Im Erdbeben, da ist nicht Gott drin. Er ist im Säuseln. Im Feuer, da ist Gott nicht drin. Er ist im Säuseln. Und dennoch kommen die Gerichte, Sturm, Feuer und Erdbeben über die Menschheit jetzt, in der letzten Zeit, in der letzten Epoche, im letzten Kapitel der Menschheitsgeschichte, in dem wir uns befinden. Da wird das alles kommen über uns, weil es vor Gott hergeht. Gott räumt auf. Gott muss erst Gericht üben. Und jetzt pass auf. Warum muss ein Christ nichts tun, um gerettet zu werden? Ganz einfach deshalb, weil Christus bezahlt hat. Das heißt, Gott hat das Gericht ausgeübt, aber nicht an uns, sondern an ihm selber, an Gott selber, an Christus am Kreuz. Da hat er das Gericht ausgeübt. Das ist ja das, falls noch Muslime zuhören, liebe Muslime, was Muslime oftmals nicht verstehen. Die sagen, wie bitte, Jesus soll Gott sein und dann stirbt er noch. Was ist das für ein Quatsch? Gott kann doch gar nicht sterben. Richtig, Gott kann nicht sterben. Das ist ja der Grund,
warum er erst eine sterbliche Hülle annehmen musste und freiwillig seine Gottheit verlassen hat für einige Jahre hier auf der Erde, um Mensch zu werden, um erstmal sterben zu können, um den Weg frei zu machen für seine Geschöpfe, die er unendlich geliebt hat. Denn seit Golgatha muss Gott seine Liebe nicht mehr beweisen, mit keinem Wort. Er hat bewiesen, dass mehr Liebe gar nicht geht. So sagt es die Bibel auch. Aber ohne Gericht gibt es keine Vergebung. Und glaubst du das nicht? Und meinst du, du wirst selig, weil du nur von Liebe redest, wie egal wie sündhaft wir auch sind, und weil du davon redest, dass der Veganismus uns vielleicht doch lehrt, ach, die Schlachthöfe, das hat Gott doch nie so gewollt. Liebe Dame, die du das unter mein letztes Posting geschrieben hast, nein, Gott hat Schlachthöfe nie so gewollt, da stimme ich völlig zu. Aber sie kamen in die Welt durch die Sünde. Dadurch kam der Tod. Dadurch kamen auch die Schlachthöfe. Und dadurch kam auch, dass die Menschen Fleisch essen. Und Gott hat es angeordnet. 1. Mose 9, Vers 3. Da steht es klipp und klar geschrieben, dass Gott uns die Tiere zum Essen gegeben hat. Mit Respekt. Ja, der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh. Das heißt, er geht vernünftig und anständig und respektvoll damit um. Aber es wird auch geschlachtet am Ende, um es zu essen. Und das alles ist eine Folge des Sündenfalls. Ich habe das alles schon mal durchgekaut, nicht? Aber ich muss es ja immer wiederholen, weil offensichtlich viele Leute es einfach nicht verstehen wollen, wie die Liebe Gottes funktioniert. Sie funktioniert nicht ohne Gericht. Und glaubst du das, dass Christus für dich gestorben ist, dann gibt es kein Gericht mehr für dich, sondern dann wird das Gericht an Christus ausgeübt. Das heißt nicht, dass Christen vor dem Sturm der Endzeit verschont bleiben. Der wird kommen, ob wir es wollen oder nicht. Besonders amüsant ist ja auch, dass die Menschen sich den Sturm eigentlich so mehr oder weniger selber basteln durch ihr Verhalten, nicht? Am letzten Sonntag habe ich über die künstliche Intelligenz gesprochen, die ja auch eine große Gefahr darstellt. Ich habe das alles geschildert, aber natürlich längst nicht alles, nicht? Das ist ein viel zu komplexes Thema, um das in 20 Minuten Sonntagsposting zu packen. Aber lass mich noch mal eine Sache erwähnen. Auf dem großen Kirchentag, wo schon diese unglaublichen Dinge vorgefallen sind mit Gott ist queer und Co., da hat man auch eine virtuelle Predigt gehört aus einer künstlichen Intelligenz. Die hat diese Predigt quasi selbstständig erarbeitet. Und jetzt stellt euch mal vor, das würde Schule machen. Da haben sogar einige sehr positiv von geredet. Einige Pastoren waren so ein bisschen kritisch, ja, war ein bisschen komisch, nicht? Ein bisschen komisch war das eigentlich. Stellt euch mal vor, das würde wirklich Schule machen. Künstliche Intelligenz, das heißt, wir haben keine Pastoren mehr, sondern in der Kirche ist so ein Bildschirm mit so einer virtuellen Person, die euch dann irgendwas über die Bibel erzählt. Wisst ihr, wie einfach das dann wäre, für einen globalen Herrscher, der ja kommen wird, das sagt die Bibel, dann einfach mit einem Mausklick dafür zu sorgen, dass Gott und Jesus aus der virtuellen Predigt verschwinden. Das wäre einfach, oder? Und genau dadurch, darauf steuern wir hin. Wir basteln uns unseren Sturm wieder selber, nicht? Indem wir glauben, das ist was Gutes. Dass die künstliche Intelligenz viele gute Dinge mit sich bringt, habe ich ja erklärt. Aber die Gefahren sind ungleich größer. Ein klassisches Beispiel dafür sind ja diese Algorithmen, denen wir Menschen uns mittlerweile überall unterwerfen. Wir werden ja nicht mehr von Menschen beurteilt, sondern Algorithmen beurteilen unser Verhalten. Ich bin jetzt bei Facebook auch zum Beispiel schon seit längerem eingeschränkt. Die verbreiten meine Predigt nicht mehr so, wie das früher mal war. Darum sind die Aufrufzahlen so zurückgegangen. Bei YouTube gehen sie dagegen nach oben. Das heißt nicht, dass YouTube besser ist. Da wird das wahrscheinlich aufs Gleiche rauslaufen. Aber ich kann zum Beispiel schon seit Monaten keine Werbung mehr vor meine Angelfilme schalten auf Facebook. Oder vor meine Angelbeiträge. Geht nicht. Haben die mir verboten, weil ich angeblich gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen habe. Gegen die Regeln der Plattform. Das Witzige daran ist, wenn du da anrufen würdest, da könnte dir noch nicht mal jemand sagen, was das ist. Das sind die Algorithmen, die das bestimmen. Da müssten die erst nachforschen, wo denn genau sich der Algorithmus dran gestoßen hat. Nicht? So läuft das heute. Und kein Mensch denkt sich was dabei. Alle sagen, oh ja, das ist eben so. Und das ist das Problem, dass wir uns bestimmen lassen von dieser künstlichen Intelligenz. Aber das nur kurz als Ausflug, um noch was zu ergänzen vom letzten Sonntag. Die künstliche Intelligenz, die Wissenschaft und alles, was wir sonst so erarbeitet haben, das führt am Ende dazu, dass die Menschen hochmütig werden. Und das ist das nächste Stichwort für heute, der Hochmut der Menschen. Ja? Der Hochmut der Menschen sorgt dafür, dass man Gott gar nicht mehr braucht. Der Hochmut sagt, hey, wir brauchen Gott nicht, wir können alles selber. Wir lassen die Maschinen in Zukunft operieren, ja? Wir lassen die Maschinen unsere Mützen festkleben, wir können alles alleine. Und das sagt Gott interessanterweise sogar in der Bibel, dass den Menschen von nun an nichts mehr verwehrt sein wird. Und wisst ihr, wann er das interessanterweise sagt? Nach dem Turmbau zu Babel, wo der Mensch sagte, wir werden Ziegel machen und sie hart brennen. Wir werden Erdharz nehmen. Das Wort Erdharz kommt nur dreimal vor im Alten Testament. Ich sag gleich warum. Ja,
Wir werden Erdharz nehmen und Ziegelharz brennen und dann werden wir das als Mörtel nehmen. Dann werden wir einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Nicht so wie der da, dieser große, der höchste Turm der Welt, der Burj Khalifa oder wie das Ding heißt. Ja? Das hat interessanterweise auch so spiralförmige Anordnungen wie in den alten Gemälden, wo der Turmbau zu Babel dargestellt wird. Meistens so spiralförmig dargestellt, nicht? Und die Menschen haben sich überhoben und sagen, wir wollen da oben hin. Da, wo Gott ist, da wollen wir hin. Oder auch vielleicht mal ganz tief, nicht? Wir können überall hin. Die Katastrophe der Titan, des U-Bootes, was wahrscheinlich gar nicht ausgereift war, nicht? Des U-Bootes, was ganz tief runter wollte, was Rekorde aufstellen wollte. Wir können alles. Und plötzlich, bam! Eine tausendstel Sekunde. Die fünf Menschen, denen unsere Anteilnahme natürlich gilt, die wurden so schnell getötet, die haben das gar nicht gemerkt. Die haben gar nicht gemerkt, dass sie tot sind. Das ist schneller noch, als wenn man eine Fliege flack klatscht. Und dann steht da allen jetzt auf Tier Online ein Bericht. Ja, was passiert dann? Eine Lungenembolie und dann wird das Blut so und so reagieren und bla bla blub. Und du denkst aber, was ist denn in den Journalismus gefahren? Wenn man in 3800 Metern Tiefe implodiert, dann ist das puff. Da ist nichts mehr. Das wurde übrigens sogar schon im Film Titanic von James Cameron gesagt, als sie anfangs da runtergehen. Nicht? Wenn jetzt diese Scheiben nachgeben, nicht? Dann ist innerhalb von einer tausendstel Sekunde alles vorbei. Nicht? Der Mensch wird hochmütig. Wir können alles. Wir werden alles auf die Reihe kriegen. Und wir werden Gott sein. Ist ja übrigens auch ein ganz schön interessanter Anfall von Hochmut, wenn man genau weiß, die Titanic, von der man damals wusste, dass man sagte, selbst Gott kann dieses Schiff nicht versenken. Das taucht ja auch im Cameron-Film auf, dieser Satz. Nicht? Selbst Gott und auch der Kapitän soll das gesagt haben, Gott kann dieses Schiff nicht versenken. Und dann sinkt das Ding auf der Jungfernfahrt durch ein kleines Entlangkratzen an einem Eisberg und dann da runter zu tauchen mit einem U-Boot, was Titan heißt. Also mein lieber Schwan, ich glaube, ich wäre da nicht freiwillig eingestiegen. Allein das empfinde ich als eine ziemliche Anmaßung, das Ganze quasi nochmal zu wiederholen. Ich nehme nochmal das Wort Titan, ob das jetzt von dem Element stammt oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Ja, das Ding war teilweise aus Titan gefertigt. Es geht aber darum, dass Titanen, das waren Götter, ein riesenhaftes Göttergeschlecht, was sich in der griechischen Mythologie mit Zeus angelegt hat. Ja? Und mit so einem Göttergeschlecht reise ich dann wieder dahin, wo das Ding abgesoffen ist. Ja, also ich weiß nicht. Lacht nicht aus, aber ich finde es schon irgendwie ziemlich anmaßend. Das Erdharz übrigens, was interessanterweise beim Turmbau zu Babel als Mörtel benutzt wird, das befand sich da, wo Sodom und Gomorra lagen. Erdharzlager. Die waren da, steht ausdrücklich da. Und in Verbindung, möglicherweise mit einem Meteoriteneinschlag, wie ich schon ein paar Mal sagte, in Verbindung damit haben sich gleichzeitig diese Erdharzlager in Brand gesetzt. Und wisst ihr, was daran besonders interessant ist? Gott führt ja noch den Lot und seine Frau aus der Stadt heraus. Und dann sagt er, dreht euch nicht um. Und das sage ich auch heute allen Christen. Dreht euch nicht um zu dem ganzen Dreck dieser Welt. Dreht euch nicht um, sondern guckt nach vorne, guckt auf Christus. Wenn die Kirchen recht hätten mit ihrem Mainstream-Gehabe, ob das jetzt die künstliche Intelligenz oder die Regenbogenfahne ist, übrigens auch eine Hammermeldung letzte Woche, nicht? Polizei ermittelt, weil eine Regenbogenfahne verbrannt wurde. Und du fragst dich, sag mal, was geht denn hier eigentlich ab? Gegen wen ermittelt man und auf welcher Basis ermittelt man eigentlich? Ich kann doch jederzeit einen Regenbogen malen und den verbrennen, oder nicht? Ich meine, das ist vielleicht nicht besonders nett. Und ein Christ sollte sowas vielleicht auch nicht tun. Und die Typen, die das gemacht haben, waren wohl auch ziemlich gewalttätig. Aber warum ermittelt man da und man ermittelt nicht, wenn Palästina-Fans in Berlin die Flagge von Israel verbrennen? Da macht kein Mensch was. In einem Land, das sich so an Gottes Volk, den Juden, vergangen hat wie kein anderes und wir eine große Verantwortung haben, da verbrennen die Flaggen von Israel und wir sagen, oh ja, das kann schon mal passieren. Ne? Aber wenn eine Regenbogenfahne verbrannt wird, Hilfe, Ermittlungen. So, und wenn die Kirche da jetzt mitgrölt und sagt, ja, das ist alles toll und wir hängen an unsere Kirchen die großen Regenbogenfahnen dran, dann fragt man sich doch ganz ernsthaft, Moment mal, dann müssten doch eigentlich, wenn das der Wahrheit und wenn das richtig ist, dann müssten doch eigentlich die Kirchen brechend voll sein, oder? Die müssten doch platzen, die Kirchen. Yeah, Mainstream! Aber stattdessen treten jedes Jahr Hunderttausende aus, bei der evangelischen wie katholischen Kirche. Warum? Warum treten die aus? Ach so,
Das sind die, die Kirchensteuern sparen wollen. Und das sind diese blöden fundamentalistischen Idioten, die glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist. Die kommen mit der neuen Kirche nicht mehr klar. Das sind nur die. Gut. Nehmen wir mal an, das ist so. Dann müssten aber doch mindestens die gleiche oder die noch viel größere Anzahl wieder eintreten in die Kirche, wenn die Kirche so Mainstream ist. Warum geht denn diese Rechnung nicht auf? Erklärt's mir mal. Weil Gott sich nicht spotten lässt. Und weil es nur eine Möglichkeit gibt, Gott zu predigen. Das ist die Bibel. Denn die Bibel ist der einzige Anhaltspunkt, der uns Gott vermittelt. Ist der einzige Anhaltspunkt, der uns sagt, wie wir Menschen handeln und leben sollen. Und nicht der Mainstream, der in die Kirchen leider Einzug gehalten hat. Und wisst ihr, was passiert, wenn ein Mensch diese wichtigste Entscheidung in seinem Leben trifft? Dann ist plötzlich Ruhe mit dem Sturm. Oder sagen wir es mal so, du nimmst den Sturm nicht mehr wahr. Du fühlst dich sicher, weil wer in Christus ist, der ruht auch in ihm, sagt Gottes Wort. Das heißt, du wirst dann ganz entspannt und ganz ruhig, weil du eine Hoffnung und eine Freude hast, die über alles Irdische und sei es auch noch so bekloppt und kann ein Christ sich auch noch so aufregen über die Idiotie in der Zeit, über die Politik. Wenn du zur Ruhe kommst, dann gerätst du niemals in Panik oder hast Angst oder schläfst unruhig. Das passiert dir nicht, sondern dann hast du den in dir, der die Ruhe ist. Und der mit dem, die an ihn glauben, auch auf die ewige Ruhe hinsteuert. Nicht? Die ewige Ruhe. Das ist das, was Jesus euch anzubieten hat. Wenn ihr die ganze Unruhe dieser Welt hinter euch lasst, eure Sünden ihm bekennt, vor seinem Kreuz liegen lasst. Schönes Bild in der Bibel. Christus hat diese Schuldschrift, die uns entgegenstand, ans Kreuz geschlagen. Ja? Das steht da wörtlich. Dann bist du alles los, was dich beunruhigt. Und du kriegst einen tiefen Frieden. Kein Sturm, kein Feuer, kein Erdbeben. Du hörst nur noch das leise Säuseln Gottes in deinem Leben. Das ist der Punkt, den ich jeden Sonntag wieder vermitteln möchte, nicht? Diese Ruhe in Christus, die ich euch allen von Herzen wünsche. Euch allen einen gesegneten Sonntag.